الحمد لله ثم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله ورحمة وهداية للعالمين بعثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أما بعد فيا عباد الله. So heiße ich euch willkommen an diesem Freitag, an dieser Versammlung. Und ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er unsere Sünden vergibt. Ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er uns genauso wie wir uns hier in dieser Moschee vereinigt hat, dass er uns auch im Paradies vereinigt und dass er uns zu denen gehören lässt, zu den 70.000 Leuten, die dem Paradies ohne Hisab, ohne Abrechnung eintreten lässt. Und um fortzusetzen, hat uns ein Lehrer eines Tages eine Frage gestellt. Unser Fiqh-Lehrer hat uns einmal gefragt: Stellt euch vor, euch würde eine Frage kommen. Und in dieser Frage habt ihr zwei Antworten. Auf der einen Seite eine Verse. Auf der anderen Seite die Meinung von Malik ibn Anas, rahimahullah. Wie würdet ihr handeln? Würdet ihr mit der Verse antworten oder würdet ihr mit der Antwort, mit der Fatwa von Malik ibn Anas, rahimahullah, antworten? Die meisten von uns sagten, wir würden mit der Verse antworten. Da sagte der Lehrer, das ist falsch. Denn Malik ibn Anas, rahimahullah, hat die Verse besser verstanden. Er weiß sie besser, er versteht sie besser als wir selbst. Das ist die Wichtigkeit des Fiqh. Wenn wir diesen Fiqh nicht schützen, nicht behalten, uns nicht darum kümmern, so geht dieser Fiqh weg und somit bleibt der Schutz der Sünde und des Korans auch weg. Und somit wird es dann einfach für die Feinde des Islams, dass sie diese Sünde, dass sie diesen Koran beseitigen können. Und wenn der Koran und die Sünde beseitigt ist, werden die Muslime auch weniger. Und somit wird es keine Muslime wieder auf der Welt geben. Das ist die Wichtigkeit des Fiqh. Deswegen, wenn wir den Koran und die Sünde anschauen, wenn wir den Koran und die Sünde lesen, dann müssen wir eigentlich den Koran und die Sünde so verstehen, wie die Sahaba es verstanden haben. Ebenso, wenn wir die Übersetzung einer Verse, eines Hadithes lesen, denken wir meistens, dass es nur eine Bedeutung ist, dass es nur die einzige Bedeutung ist. In Wirklichkeit gibt es manchmal viele Bedeutungen. Wie zum Beispiel in Surat Nisa, Verse 3. Allah Azza wa Jal sagt, und wenn ihr nicht gerecht sein könnt, dann heiratet eine Frau. Das ist besser, damit ihr nicht ta'ulu. Allah Azza wa Jal hat das Wort ta'ulu gesagt, und wenn man in der Übersetzung nachschaut, bedeutet es ungerechtig sein. Das ist aber nur eine Bedeutung. Die Gelehrten haben gesagt, dass es ungefähr 7 Bedeutungen gibt. Eine davon ist ungerecht sein, die andere ist, damit ihr nicht zu einer Frau neigt und zu den anderen Frauen nicht neigt. Damit ihr auch nicht ungerechtig seid. Aber das ist eine andere Anwendung. Ebenso gibt es, was Imam Shafi'i rahimahullah gesagt hat, damit eure Kinder nicht zu viel werden, sodass ihr dann euch nicht darum kümmern könnt, sodass es vielleicht eine Ertragung wird, eine schwere Ertragung wird, dass ihr euch nicht um diese ganzen Kinder kümmern könnt. In einem anderen Beispiel sagt Allah Azza wa Jal, und hier möchte ich bitte, dass ihr wirklich in dieser Verse achtet. Allah Azza wa Jal hat in Surat al-Baqarah, Verse 102, hat er über Suleiman a.s. und Bani Israel geredet. Bani Israel haben die Propheten so beschrieben, als wären sie Sündige. Und haben Suleiman a.s. als ein Sahir, als ein Zauberer bezeichnet. Allah Azza wa Jal sagt in dieser Verse, dass Suleiman a.s. nicht Kufr begangen hat, kein Sahir begangen hat. Und wenn wir weiterlesen, sagt Allah Azza wa Jal, وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Jetzt, wenn wir in der deutschen Übersetzung diese Verse lesen würden,
dann steht, und was, also die Zauberei, die den Engeln, die den zwei Engeln in Babel herabgesandt worden ist. Jetzt, die meisten, wenn wir diese Verse lesen würden, verstehen wir, dass Seher erlaubt ist. Warum? Zwei Engel haben es gemacht. In Wirklichkeit ist es die falsche Verständnisweise. Denn die Gelehrten haben gesagt, diese zwei, die Allah hier als Malakain bezeichnet hat, sind vielleicht zwei Menschen gewesen. Die man als Malakain, als rechtgeleitete, als rechtschaffene Menschen gedacht hat, in Wirklichkeit waren sie es nicht. Oder es waren zwei Völker. Das ist auch eine Bedeutungsweise. Ebenso kann das Wort, was im Arabischen erwähnt worden ist, auch nicht bedeuten, was nicht den beiden Engeln herabgesandt worden ist. Und somit sehen wir die Gewaltigkeit des Korans, dass wir den Koran nicht einfach so verstehen können. Sogar die Araber selbst können den Koran und die Sunna nicht so einfach verstehen. Wenn das alles weggeht, wenn dieser Fiqh weggeht, wenn wir die Gelehrten wie Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmed bin Hanbal, Imam Malik verlassen und unseren eigenen Köpfen gehen und mit unseren eigenen Köpfen Fatwa geben, so werden wir in einen großen Chaos geraten, in dem wir nicht mehr leicht rausgehen können. Ebenso ist die Wichtigkeit des Fiqh, dass wenn wir diesen Fiqh um uns nicht kümmern, dass unsere Taten ebenso nicht akzeptabel werden. Denn wer nicht die Gesetze Allahs azza wa jal kennt, die Regeln Allahs azza wa jal kennt, dessen Taten können auch zunichte gehen. Wie viele Menschen beten heutzutage und sie wissen nicht, dass sie einen Fehler begangen haben, der sehr gewaltig ist. Viele Menschen, die beten, vergessen eine Sache. Bei Imam Shafi'i ist es eine Säule. Nach Imam Abu Hanifa ist es Wajib. Diese Säule, dieser Wajib ist der Tutma'nina. Das Bleiben in einer Position. Wenn du Qiyam machst, dann musst du für eine bestimmte Zeit dort bleiben. Wenn du Ruku' machst, dann musst du für eine bestimmte Zeit auch in dieser Position bleiben. Nicht sofort neigen, beugen, hoch, runter. Denn wenn du das vernachlässigst, hast du eine Säule vernachlässigt. Und wenn diese Säule vernachlässigt worden ist, so ist deine Ibadah, die du gerade gemacht hast, die du jeden Tag, fünfmal am Tag mindestens machst, zunichte gegangen. Du denkst, Yawm al-Qiyamah, du hast alle deine Gebete gemacht. In Wirklichkeit hast du nicht eine gemacht. Du denkst, du gehörst zu den Leuten des Paradieses. In Wirklichkeit gehörst du nicht zu ihnen. Das ist die Wichtigkeit des Fiqh. Soll uns Allah Azza wa Jal uns dieses Fiqh geben. Soll uns Allah Azza wa Jal uns erlernen, die Wichtigkeit dieses Fiqh zu verstehen und dass wir endlich zur Moschee kommen, zu den Leuten gehen, die dieses Wissen haben und dass wir von ihnen lernen. Denn viele Menschen, auch wenn sie gefragt werden, geben sofort eine Fatwa, geben sofort eine Antwort. Wisse, dass diese Antwort, die du gerade gegeben hast, dich entweder zum Paradies führt oder zur Hölle führt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, die Qudah, die Richter sind drei. Dazu gehören auch die, die gefragt werden. Die Richter sind drei. Einer im Paradies und zwei in der Hölle. Dieser eine, der im Paradies geht, ist, der Wissen hatte. Und damit dieses Wissen auch, der dieses Wissen auch gegeben hat. Die anderen zwei sind einer, der das Wissen wusste, aber das Gegenteil gesagt hat. Und der dritte ist, der das Wissen nicht wusste und mit Unwissenheit geantwortet hat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين.